Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ganz typisch für mich habe ich mich heute wieder für eine quadratische Leinwand entschieden. Und bevor ich anfange, damit zu arbeiten, gestalte ich die Hintergrundbemalung heute in Schwarz. Dabei handelt es sich nicht um das typische Oxidschwarz, sondern ich habe mich für das Lampenschwarz entschieden. Bei meinem letzten Rakelvideo kam mir die Idee, Teile aus dem vorherigen Video, das ist das mit der ganz bunten Abklebe- und Spachteltechnik, miteinander zu kombinieren. Und genau das zeige ich euch heute. Ich war mir nicht ganz sicher, ob es funktionieren wird, wenn ich mit meinem Rakelwerkzeug über das Abdeckklebeband gehe. Deshalb war ich so gespannt, wie es denn wohl sein würde. Die Idee ist auch dann entstanden, weil ich ganz gerne ein Unterwasserbild zeigen wollte. Das ist so, als würde man in einem dieser großen Aquarien stehen und durch Fensterscheiben in diese Unterwasserwelt eintauchen. Während ich euch gerade von der Idee erzählt habe, die hinter meinem heutigen Bild steckt, habe ich schon mal angefangen, mit ganz normalem Abklebeband die Leinwand einmal abzukleben, und zwar einmal um den Rand herum. Und dann habe ich noch drei Streifen quer über die Leinwand geklebt. Das sind so meine abstrakten Fenstersprossen, die ich in diesem Bild haben möchte. Und dann klebe ich noch, wie bei meinem Spachtelbild, ein paar witzige Ecken ab. Danach greife ich dann das erste Mal zu meinem Rakelwerkzeug. Und die erste Farbe, die ich mir nehme, ist das Reflex Rosé, weil ich finde, dass diese Neonfarbe, wie man früher gesagt hat, ganz exzellent auf Schwarz aussieht. Diese Reflexfarbe ist transluzent. Das bedeutet, dass sie nicht deckend ist. Am Anfang sieht es danach aus, als würde sie deckend werden. Aber im weiteren Verlauf des Farbauftrags sieht man, wie die Farbe immer durchsichtiger wird. Heute gibt es noch eine zusätzliche Schwierigkeit, denn das Rakelwerkzeug gleitet ja normalerweise über die Leinwand, aber es sind diesmal flache Abklebestreifen dort vorhanden. Und wie man gleich sehen wird, bleibt die Farbe vornehmlich an diesen Klebestreifen hängen und hat die Tendenz, sich nicht auf meine schwarzen Flächen zu setzen. Das heißt, ich werde heute mit viel mehr Druck arbeiten und trotzdem aufpassen müssen, dass ich mir mit dem Rakelwerkzeug das Abklebeband nicht untermale. Jetzt greife ich für die nächste Farbschicht zu dem Titanbuff Hell. Und zwar möchte ich hier zwei Dinge damit abdecken. Zum einen ist das Bild momentan relativ dunkel. Die roten Farben gehören sowieso zu einem dunklen Farbspektrum und ich habe ja als Hintergrundbemalung einen schwarzen Farbton. Das bedeutet, dass ich jetzt Helligkeit in dieses Bild bringen möchte. Weiß ist mir dafür zu hart vom Kontrast her und deshalb nehme ich also das Titanbuff Hell, das ist eher so eine Art Altweiß. Und das andere ist, Titanbuff ist deckend und bringt damit wieder einen Kontrast zu der vorher verwendeten Reflexfarbe. Ich habe bereits beim Rakeln dann in diesem Bild herausgefunden, dass ich mehr Farbe auftragen muss, weil nach wie vor die meiste Farbe auf den Abklebebandflächen hängen bleibt und ich möchte aber die Zwischenräume gefüllt haben. Also hier muss ich teilweise auch relativ langsam rakeln, um die Farbe auch dorthin zu bekommen, wo ich sie haben möchte. Die nächste Farbe, die ich nun auftrage, sieht zwar dem Reflexgrün sehr ähnlich, es handelt sich dabei aber um das Brillantgrün. Und das ist ein frisches, helles Grün, welches ich mir als Kontrast zu dem Titanbuff Hell und dem Reflexrosé sehr gut vorstellen kann. Und wenn ich so meine Idee der Unterwasserlandschaft weiterverfolge, dann stelle ich mir ja auch nicht nur Blautöne vor, sondern ich stelle mir auch Grüntöne vor. Und transluzent ist er allemal. Das erkenne ich daran, dass ich jetzt diese schönen Schlieren in meinem Rakelbild bekomme. Und deshalb trage ich den auch öfter auf einer Bahn auf. Mit der nächsten Farbschicht
dem Hellrosa, arbeite ich wieder eine deckende Farbe in das Bild und mir gefällt die Abstufung des Reflexrosé, des Titanweiß und dann auch des Hellrosas sehr gut. Und zusammen mit dem Hellgrün ergibt das eine ganz wunderbare Farbe. Und ich setze das Hellrosa auch nur sehr akzentuiert ein. Das gelingt mir auch deshalb so gut, weil eben das Abklebeband immer noch dominant die Farbe an sich zieht. Jetzt greife ich zu einer meiner Lieblingsfarben, und zwar zu dem Grünblau. Das Grünblau beinhaltet Anteile von einem Grünton sowie von Blautönen und passt natürlich hervorragend in meine Idee der Unterwasserwelt. Und wie ihr seht, hat das Grünblau Anteile, wenn die Farbschicht dicker aufgetragen werden, zunächst ein bisschen opak zu sein. Und es gibt Anteile, da sieht man schon ganz deutlich, dass es eher transluzent ist und vermischt sich so wunderbar mit den anderen darunterliegenden Farben. Und deshalb trage ich auch noch mehr von dem Grünblau auf, weil ich es insgesamt eine sehr faszinierende Farbe finde. Und nun gelingt es mir auch schließlich, die Lücken in den einzelnen Fenstern in Anführungszeichen zu schließen und es bleiben kleinere Inseln stehen. Als letzte Farbschicht setze ich nun das transluzente Perlblau ein und dieses Perlblau schimmert so ein bisschen wie eine Perle im Licht und verleiht dem Bild anschließend einen sehr individuellen Charakter. Und dadurch, dass das Perlblau, wenn es auftrocknet, eher einen blauen Schimmer hat, passt es natürlich hervorragend in meine Idee der Unterwasserwelt. Inzwischen sind Inseln, die bei der Rakeltechnik entstehen, übrig geblieben. Und ich stelle mir das so teilweise vor wie kleine Luftbläschen im Wasser oder wie Korallen oder sonstige Meeresbewohner und finde die Idee äußerst faszinierend. Jetzt zeige ich euch das Bild im nassen Zustand einmal in der Nahaufnahme. Und hervorragend sind noch die Schichten der Hintergrundbemalung in Schwarz, das Reflexrosé vom Anfang und auch das Titanbuff-Hell zu erkennen. Auch das Grün guckt hier und da noch einmal hervor. Und dann ist es auch schon an der Zeit, die einzelnen Abklebebänder langsam abzuziehen. Und ich bin schon richtig gespannt, ob ich richtig gerade Kanten bekommen werde, ob etwas unter das Abdeckband gelaufen ist und wie das Bild im Allgemeinen so aussieht. Das ist jetzt ein sehr schöner Moment, den ich mit Spannung erwartet habe. Das Abziehen dieses Abdeckstreifens, wobei der Arm immer länger wird und ich aufpasse, dass die Spannung erhalten bleibt und mir dadurch das Klebeband nicht auf das Bild fällt. Und es gelingt mir auch. Und bei dem ersten Streifen ist auch keine Farbe unter das Abdeckband gerakelt worden. Bei dem zweiten habe ich eine minimale Stelle. Das kann ich aber ganz einfach, wenn das Bild getrocknet ist, mit dem Schwarz ausgleichen. Jetzt zeige ich euch bei der Kamerafahrt das fertiggestellte Bild. Es ist noch leicht im nassen Zustand, aber zum getrockneten Zustand wird sich dabei nicht mehr viel tun. Ich habe einen wunderbaren Farbkontrast zwischen den einzelnen Punkten Reflexrosé zu dem kühleren Blau. Und wenn ich gleich mit der Kamera etwas weiter weggehe vom Bild, dann kann ich auch sehr gut sehen, warum ich euch den Eindruck geschildert habe, dass ich mich in einem großen Aquarium befinde und durch Fensterscheiben in die Unterwasserwelt hineingucke. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Du darfst mir gerne ein Like für dieses Video geben. Ich freue mich auch über jeden konstruktiven Kommentar
und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hab noch einen schönen Tag.